Matthias, in diesem Vorentscheidungsspiel habt ihr das Spiel klar für euch entscheiden können. Wie sind die Emotionen? Ja, ehrlich gesagt fällt heute echt ein Stein vom Herzen. Man hat der ganzen Mannschaft angemerkt vor dem Abpfiff, die Anspannung war da, wir waren voll fokussiert. Man hat von Anfang an gemerkt, wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Ja, und das haben wir auch auf dem Platz gezeigt und wie Sie schon sagen, einfach verdient gewonnen. Öschelbronn hat einen Lauf gehabt, den ihr erstmal stoppen musstet. In der Rückrunde waren die ja bisher einen Tick erfolgreicher als ihr. Wie habt ihr das dann machen können? Was war der Schlüssel zum Sieg? Ja, also nach dem Spiel gegen Grumbach war die Enttäuschung echt da. Aber ab Dienstag in Trainingseinheiten haben wir schon gemerkt, ja, wir müssen einfach Gas geben. Weil am Donnerstag, also heute, ist ein wichtiges Spiel für uns. Wir haben uns voll fokussiert, gut vorbereitet, die Trainer gut aufgestellt. Ja, ich muss einfach der Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen. Jeder, vom Torwart bis zum Stürmer, haben alles gegeben und einfach geil heute. Geiler Tag. Es gab ein paar umstrittene Szenen, auch ein Tor, wo der Gegner behauptet hat, dass es Handspiel wäre. Wie hast du diese umstrittenen Szenen gesehen? Ja, ehrlich gesagt, nicht richtig gesehen. Also ich kann damit jetzt keine Vorwürfe machen. Also ich denke, wenn es tatsächlich Hand gewesen wäre, würde er es auch zugeben. Auf der anderen Seite hatte Domi schon eine gelbe Karte und falls es doch Hand wäre, dann würde er mit Gelb-Rot vom Platz fliegen und uns nächste Woche nicht zur Verfügung stehen. Wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, da muss der Domi jetzt sagen, ob das Hand war oder nicht, aber dennoch stand ja 2-1 für uns und wir hätten es auch trotzdem gewonnen. Am kommenden Sonntag könnt ihr die Meisterschaft dann perfekt machen gegen den 1. FC Dietlingen. Ja, was meinst du, wird es euch gelingen? Ja, ich bin guter Dinge, also uns fehlt jetzt noch ein Sieg, dann können wir die Meisterschaft klar machen. Nichtsdestotrotz dürfen wir das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen. Auch Dietling ist, glaube ich, gerade echt gut drauf. Und es wird ein hartes Spiel, aber dennoch wollen wir mit 3 Punkten den Platz verlassen. Kurzes Fazit von der Saison bisher? Durchweg positiv. Wenn man sich so mal die Tabelle anschaut, wir waren, glaube ich, fast durchgehend auf dem 1. Platz. Und das lassen wir uns einfach jetzt nicht mehr nehmen. Einfach eine geile Truppe, macht Spaß hier und ja, das genießen wir heute. Matthias, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Vielen, vielen Dank.